Moin moin, ich bin Jan, euer EWE Smartgeber und heute zeige ich euch, wie ihr eure Daten bei Google besser schützen könnt. Im zweiten Teil von unserer Serie zeige ich euch, wie ihr mit ein paar ganz einfachen Tricks euren Google-Account absichern könnt. Wenn ihr dieses Video zuerst seht, drückt mal auf die Infokarte, da gibt es Teil 1. Ganz wichtig, wir sind nicht von Google gesponsert und machen das auch nicht in deren Auftrag. Wir haben das Ganze neutral und unabhängig recherchiert. Ich zeige euch jetzt die Sicherheitseinstellungen hier am PC. Das Schöne ist, die werden mit meinem Google-Account synchronisiert und die ganzen Einstellungen werden also automatisch auch auf Handy und Tablet übertragen. Geht mal auf myaccount.google.com, den Link findet ihr auch unten. Und da seht ihr schon, dass ihr hier eine Anzeige bekommt, dass Sicherheitsprobleme bestehen. Diese Anzeige ist natürlich für jedes Konto individuell. Ich drücke mal drauf, um zu schauen, was bei mir ein Problem sein könnte. Ich bekomme hier verschiedene Dinge angezeigt. Wir fangen einfach mal oben an. Als erstes wird mir angezeigt, dass es ein Problem mit 4 Geräten gibt. Hier ist also zu sehen, dass ich auf verschiedenen Geräten angemeldet bin, die ich aber lange nicht benutzt habe. Das könnte zum Beispiel der Computer bei mir auf der Arbeit sein. Ich kann jetzt einfach mit diesem blauen Button hier den Zugriff von diesem Rechner aus entfernen. Ich komme natürlich noch drauf, müsste aber mein Passwort wieder eintippen. Geht mal durch und schaut mal, welche von diesen Geräten ihr noch aktiv benutzt. An der Stelle könnte übrigens tatsächlich auch mal ein altes Handy auftauchen, das ihr schon lange verloren habt. Das könnt ihr an der Stelle einfach löschen und dann hat jemand, der euer Handy findet, keine Möglichkeit, auf euer Konto drauf zu kommen. Der nächste Punkt sind die kürzlich aufgetretenen Vorkommnisse, also letztlich Sicherheitswarnungen. Hier wird mir angezeigt, dass ich am 23. November in der Nähe von Hannover mich auf meinen Google-Account eingeloggt habe. In diesem Fall war ich das wirklich, das weiß ich alles wunderbar, das kann ich also mit Ja bestätigen. Wenn ich nicht weiß, was da los war, kann ich auf den roten Button drücken und der Zugriff von diesem Gerät aus wird auch entfernt. Der dritte Punkt ist Anmeldung und Wiederherstellung. Ihr kennt das als Zwei-Faktor-Authentifizierung, da haben wir auch schon mal ein Video zu gemacht. Hier sagt mir Google, dass ich doch bitte die Zwei-Faktor-Authentifizierung anstellen soll. Ihr kennt das, ihr müsst euch mit E-Mail-Adresse und Passwort legitimieren, wenn ihr euch anmelden wollt. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung bedeutet, dass ihr zusätzlich noch eine SMS bekommt, also ein Einmal-Passwort. Das kann ich hier ganz einfach einstellen, indem ich meine Telefonnummer hier eintrage. Der vierte Punkt ist Zugriff durch Drittanbieter-Apps. Das kennt ihr in der Art auch schon von Facebook, da haben wir auch mal eine Folge zu gemacht. Bestimmte Apps wie zum Beispiel Streamingdienste oder Spiele können Zugriff auf euer Google-Konto haben. Meistens will man das auch, aber vielleicht findet ihr da irgendwelche Apps, von denen ihr sagt, hey, die nutze ich gar nicht mehr oder ich weiß gar nicht, was das ist. Wenn ihr auf den Button Zugriffsrechte entfernen drückt, dann haben die keinen Zugriff mehr auf eure Daten. Das geht ganz einfach. Der letzte Punkt ist der Passwortcheck. Ich habe bei mir ein paar Passwörter am Google-Konto gespeichert. Die werden ja auch über alle Geräte synchronisiert. Das ist super bequem. Und wir können an dieser Stelle überprüfen, ob es mit den Passwörtern irgendwelche Probleme gibt. Das machen wir jetzt. Einfach draufdrücken und dann durchgehen. Ich habe mich jetzt nochmal angemeldet und bekomme dann sofort das Ergebnis von meinem Passwortcheck zu sehen. Fangen wir mal ganz oben an. Da sehe ich eine rote Warnung. Das sieht böse aus. Ich habe ein Passwort, das gehackt wurde. Da ist wahrscheinlich jemand bei dieser Seite eingebrochen. Also ein Hacker hat sich da in die Datenbank eingeschleust und mein Passwort rausbekommen. Das ist ein großes Problem, das muss ich natürlich sofort ändern. Ich kann einfach auf diesen Button hier drücken, werde zur Seite geschickt, kann da ein neues Passwort eintippen und das wird dann auch sofort wieder bei Google gespeichert und ist auf allen Geräten synchronisiert. Das mache ich gleich als erstes. Ich zeige euch noch eben die anderen Warnungen. Ich gebe es zu, ich war ein bisschen faul, ich sage euch immer, ihr sollt das nicht tun, aber auch ich habe bei verschiedenen Seiten das gleiche Passwort benutzt. Das findet Google auch nicht gut und bietet mir hier die Möglichkeit, einfach zur Seite zu gehen mit einem Klick und auch da ein individuelles Passwort festzulegen. Die letzte Warnung ist dann noch, dass ich bei einigen Seiten ein schwaches Passwort benutzt habe, also keins, das besonders langes Sonderzeichen enthält und so weiter. Auch hier kann ich mit einem Klick zur Seite gehen, ein neues Passwort eintragen und es wird in meinem Google-Account gespeichert. Ich habe jetzt alle Passwortprobleme behoben, das ging super schnell wegen der ganzen Hilfestellung und das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr schon mal super sicher. Vielleicht ändert ihr nochmal regelmäßig ein Passwort, aber wenn ihr diese Hinweise beherzigt, dann habt ihr schon die größten Probleme behoben. Ihr seht, Google hilft uns, sicherer am Netz unterwegs zu sein. Und ich würde euch wirklich bitten, nehmt euch mal die paar Minuten Zeit und klickt euch da durch. Und schreibt es mal unten rein. Hattet ihr Probleme, konntet ihr die alle beheben? Vielleicht habt ihr auch noch eine Frage. Da unten sind die Kommentare. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.